Diese Stimme haben Sie bestimmt schon oft in unseren Nachrichten gehört. Lauter Protest. Rund 200 Schüler demonstrieren in Wiesbaden gegen Hausaufgaben. Hinter ihr verbirgt sich Ella Kiel. Für Rhein-Main-TV ist die 25-Jährige täglich in der Region unterwegs, dreht, vertont und schneidet Beiträge für die abendliche Sendung. Hallo, ich bin Ella Kiel und ich bin Volontärin bei Rhein-Main-TV. Aber das ist noch nicht alles. Hallo, ich bin Ella Kiel und ich bin Künstlerin. Ja, denn auch das ist unsere Volontärin, eine leidenschaftliche Malerin aus Neu-Isenburg. Hier im Isenburger Rathaus bereitet Ella Kiel gerade ihre allererste Ausstellung unter dem Motto »Die Vielfalt der Erde in unserer Hand« vor. Malen tue ich eigentlich wie schon jedes Kind. Jedes Kind malt ja irgendwie mal auf dem Papier und kritzelt da mal so ein paar Männchen hin. Aber mein Opa, also der Vater von meiner Mutter, war ein guter Zeichner und genauso meine Mutter. Und die haben das dann quasi versiert verfolgt. Also wir haben dann immer mehr gemalt, die haben dann angeleitet, okay, wie entstehen Schatten, wie entsteht Perspektive, Raum und so weiter. Also mein Opa und meine Mom waren da sehr dahinter und haben dafür gesorgt, dass da, die Kunst noch ein bisschen wächst. Gewachsen ist sie tatsächlich. Vom Kindergartenstrichmännchen ist nichts mehr übrig geblieben. Stattdessen sind Tiere, Gebäude und Menschen im realistischen Stil entstanden. Ella Kiels Spezialität sind Kohlezeichnungen in Schwarz und Weiß, so wie dieser Tiger. In der Ausstellung möchte die Künstlerin aber die ganze Bandbreite ihres Schaffens zeigen. Buntstift, Wachsfarben, Acryl auf Leinwand. Besonders auffällig, Hände sind ein wiederkehrendes Motiv in Ellas Zeichnungen. In meinen Augen sind Hände insofern wichtig, weil der Mensch damit einfach was schafft. Er arbeitet mit den Händen, er drückt sich aus mit den Händen, Gestik, Mimik jetzt eher Gesicht, aber Hände auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, für mich persönlich Hände haben eine ganz besondere Bedeutung. Tatkraft, wie gesagt, Ausdruck und deswegen einfach, dass der Mensch mit seinen Händen so viel schaffen kann und so viel erfindet auch und umsetzt. Deswegen finde ich, die Hände sind sehr, sehr ausdrucksstark für den Menschen an sich. Auch in diesem Bild spielen Hände eine wichtige Rolle. Erst einen Tag vorher ist die Malerin damit fertig geworden. Bei der Ausstellung sollte es unbedingt dabei sein. Also die Hände in diesem Fall haben zweierlei Bedeutung. Zum einen Hilfe natürlich. Die strecken sich quasi so aus, da sind ja auch die Rettungsringe da, quasi als hilfesuchend, als Anker, die das Boot quasi heranziehen. Aber auch teilweise sind die Hände auch so geformt, dass wie so ein Stoppzeichen. Weil auch da ist es natürlich nicht jeder möchte Flüchtlinge haben. Da ist ja auch die allgemeine Meinung zwiegespalten. Und das ist quasi dieser Widerspruch in sich soll in diesem Bild quasi vereint werden. Wem die Werke gefallen, der kann nicht nur die Ausstellung während der Öffnungszeiten des Rathauses besuchen, sondern sogar eins der Bilder erwerben. Und auch wenn bei Ella Kiels erster Ausstellung noch nicht alles perfekt läuft, Übung macht den Meister und Scherben bringen Glück.